Poegfans, welkom terug bij Poegshop Show. Ik klinke heute etwas anders, weil ik heb, zeg maar, nasentuch, taschentuch. Ik heb nasenspray erbij, weil ik heb snoepfen. Dat is niet zo goed, maar mag niks. Show must go on. We hebben heute een zeer goede zending. Ik vind dat echt klasse. We gaan heute weer naar een museum, en dat is hier in die nähe. Maar ik wist dat gar niet, voor 2 weken her. Also, we varen heute zum MOFA-museum in Achterberg, Hintergebirge. Ne? En dat maken we samen met Poeg 66. En dat is een MOFA-club hier aus die nähe. En die komen gleich, ik glaube in een halve stunde, komen die hier met 25 Poeg vor Ort. En dan drinken we hier een tasse café en dan gehen we zum museum. En dat zeigen we. Daar zijn viele Holländische MOFA. Mal sehen, was die alles te bieden hebben. Ik weiß es auch nicht. Zo, dan zijn we aangekomen bij het Museum de Meent in Achterberg, also in de Nederlanden. En jetzt riecht een hond aan dein Kreuz. Ah, dat is Hetta, hè? Hallo. Na, wie geht's? Also ja, super. We hebben een kleine vaart, also van etwas 7, 8 kilometer. Maar ja, met Poeg 66 is dat immer super. Ne? Die verstehen ze, die varen übrigens, ja, ik denk het 10, 12 maal per jaar. Also, dat zijn echt fanatieke poegvaren. Hè? En ik denk, ja, gehen wir mal nach innen. Es ist für mich auch alles neu. Ik ben hier ook nog niemals geweest, 5 kilometer van mijn huis. En we gehen nach innen. Oké, okay, bis gleich. Zo. Wow. Ja, daar hebben die niks zu viel gezegd. Ik denk, ik schätze, ja, 100, 120, 130 MOFA's. Dat is unfassbaar. En ik denk, vangen we hem ook gelijk aan. Sparta, sportmodellen. Also, die waren bereits teuer, ne? Damals. Aber, ja, sind hier gewoon alle sportspeciaal, GH50 Sport. Met deze super farbe elfenbein met zwart. Ja, en ik moest snel gaan. Weißt du waarom? Het is einfach zu viel. Weil dat hier is een stuk van het museum. En er is aan die andere Seite nog meer. Also, dat heb ik bereits gezien. Aber boy. Nou ja, gehen wir mal. Ik hoop dat mijn cameraman die kan dat mitmachen. Weil dat is eigenlijk am schwierigsten, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, Erik, ja, die hebben niet zoveel gezegd. Nee. En. Ja, hier zum Beispiel Eysink. Ja, das sind Sportmofas mit italienischem Schnitt. Ne? Mit Doppelauspuffen, große Bremsen und ja, Spoiler drauf. Na, das ist unfassbar. Und dann haben wir hier, ja, Union. Auch alles typisch niederländisch. Ne? Royal Nord ist Belgien. Also Royal Nord war eine Waffenfabrik und die haben später MOFA's gebouwd. En ook supersport MOFA's. Die heb ik hier nog niet gezien. Vielleicht is er nog een. Ja, jongens. Vaarreden met Hilsmotor. Daar komen nog vele. Heb ik ook bereits gezien aan die andere zijde. Ja, dat is voor die jongere toeschouwer. Ja, en ook ik. Hè. Ik ben bereits über 50. Maar wat ik hier gezien heb, dat... Ik kende die helft niet. Echt. Unfassbaar. Ja. Iconisch. Batavus-Wippert. Zweite model, geloof ik. Dat is met deze, wie zeg maar dat, Pantherstreifen. En dat nächste modeljaar, war dat weer zwart. Ik denk, zu teuer. Ne? Denk ik.
Also super, Doppelauspuffer. Waar damals, wenn man eine Batavus Wippet hätte, dan waren we al echt als mensen hoor, in stad. Ja, super. Eysink, wie gesagt, eine hol ich raus. Und das ist, Verzeihung für Schnupfen, ne? Habe ich, das ist, man denkt, das ist abgesägt, aber das ist mit Aufsatz gemacht. Das ist eine Entenschnabel, Enten, weiß viel. Aber original, super, sehr gesucht, sehr selten. Gehen wir mal. Ja, man sieht so viel. Landsbulldog, Deutsch Traktor. Auch absolut super. Vesting aus Haarlem. Mit einem Motordem. Also italienische Mofa mit nur ein anderer Aufkleber drauf. Vesting. Ich habe nur zweimal im Leben habe ich so eine Mofa gesehen. Einmal hier auch in die Gegend und diese. Boah, super. Ja. Hier auch wieder so etwas. Hülsmann. Ik heb ze niet gezien, waar in die nähe van Rotterdam gebouwd. Schiedam. Sag maar. Einfach super. Originaal, unrestauriert. Ja, is vast nooit. Ne? Nou, vielleicht kannst du was über das hier erzählen. Dan kan ik mijn nase mal. ja. Boah, kan ik mijn nase mal snuiten. Ik rijd met Floret, cuprenner. Met de Lotto. Das war Pflicht. Gabel musste original sein, Bremse musste original sein. Also da sind Alu-Felgen drin, aber weitgehend muss das original bleiben. Also Tuning am Zylinder, der Lotto ja, Fallstromvergaser ja. Und Auspuff war frei, aber Gabel, Felgen ja, oder Naben, muss ich sagen, mussten original sein. Gehen wir weiter. Noch eine Royal Nord, die wir da gezeigt haben, die war ohne Stoßdämpfer und diese ist mit Stoßdämpfer. Also etwas später Modell, ich denke das ist 53, das ist 55. Ja, super. Noch ein Landsbulldog aus Deutschland, Nachtkriegs, war damals ja, sehr viel verkauft. Und das waren Diesel. Und dann haben wir hier, jetzt reden wir über Traktoren. Ne? Das ist eine McCormick Deering, das ist ein Benzintraktor. Voll restauriert, ja, vind ik ook super. Ne? Alles waar een motor eronder is, dat vind ik op jeden Fall super. Ik ben hier echt vast zu Hause. Ja, en dan komen hier een paar. Ja, die zijn alles schön. Maar dat hier, boah, dat is hier een Vicky. Ja, dan moeten we die lakmaal zeigen. Ik hoop dat mijn cameraman dat gemacht heeft, want dat is echt zo super. Dat is blauw met rood en gold. Topteil. Eysink, ein MFB Maschinenfabrik Baren, war das gebaut, ja, die ist gebaut in Baren. So machen die das nicht mehr, ne? Mit so einer Prägung. Boah, super. Voll restauriert, toll. Gehen wir wieder weiter. Haben wir hier Cirrus. Cirrus kam aus Venlo, aus Limburg in die Niederlande. Ja, ik gehe mal durch, jongens, weil es ist so viel. Unglaublich. Cirrus Sport. Een Cirrus Frenzy. Heb ik nog nie gezien. Denk ook niet veel verkauft. Maar ja, super. Ganz original. Cirrus Blue Star. Cirrus voor die Arabische markt. Ook nog etwas. Met twee tankverschlüsse. Also benzine, öl. En dan denkt man, dat functioneert niet meer ohne eine Pumpe. Nee. Wollte man denken, aber da ist so eine spezielle Benzinhahn drauf und die Benzinhahn, die versorgte das Gemisch und läuft noch immer, unrestauriert. Ja, hier, Burgers, auch typisch holländisch, Burgersport, absolute klasse Mofa, super Lackierarbeit, die rosten echt nimmer, machen die nicht mehr. Dann haben wir hier ein German, ja, typisch Nederlands. Oh, Phoenix, Germaan, Phoenix, Gazelle. Gazelle war Arnhem. Also fast aan die grenzen met Duitsland. Bauen jetzt nu nog Fahrräder. Aber früher Gazelle, Batavus und Sparta
Maar uiteindelijk die drie grootste MOFA-bouwer, MOFA-fabrieken in de Nederlanden. Zeer veel verkocht. Hebben we hier ook nog een gazelle, een van die spetere modellen. Ja, want die hebben deze MOFA's niet zo veel jaren gemaakt. Want speter waren dus nu dames-MOFA's, wie onze ploeg Maxi. Also, wat hebben we hier nog? Super interessant. Tweemaal Yamati. Dat zijn eigenlijk MOFA's, ja, gebouwd door renleuten. Want dat kan man eigenlijk ook zien. Ne? Deze MOFA's die zijn gebouwd voor geschwindigheid. En die hebben damals ook zeer veel rennen daarmee gevaren. En ja, hier zijn einfach twee. En dan komen nog een paar van mijn favorieten. Dan ga ik maar door die knieën. Tweemaal Yamaha FS1's. Kenny Roberts, zo te zien. Ja, einfach super veel verkauft. Waar een grote concurrent voor Kreidler en Sundab. Wanneer deze kamen, in midden 70e jaren, waren ze eigenlijk met Kreidler en met Sundab was Schluss. Ne? Ja. En daarna kamen die Honda, MB, MT, Yamaha DT. Ja, dan waren Schluss met deze twee Duitse merken. En eigenlijk ook met Sparta en al deze merken. Want die waren billiger en waren eigenlijk super, super goede MOFA's. En einfach snel te maken. Ja. Ook wichtig. Wat hebben we hier nog? Een Victoria Avanti. Ja, super slechtes model. Ik vind dat persoonlijk een de schönste MOFA's die is je gebouwd zijn. Want dat is schoonheid pur. Wenn man zo een schijnwerfer ziet en deze Disco Volante tank nennen die dat. Dat is een Italiaanse tank, dat weet ik vast 100% zeker. Die hebben die niet in Duitsland gebouwd. Zo. Ja, super MOFA. Sind nog te vinden. Sind niet super zelf. Paul, wat hebben we hier? Rex, daar hebben we. Hé, dat kan ik niet goed lezen. Wat is een Avaros Ultrasport. Oh. Ja, ja. Oh ja. Ja, de Zundapp. Ja, de Bergsteiger. Ja, zeker. En ja, Avaros Record. Ja, ik vind die super. Record, maar een naam. Flandria, zum Beispiel. Had er ook geen MOFA die heiste Record. Dat waren einfach een goede naam. Leute van de Sportlieg. En dan zagen die, ja, Record. Also Flandria Record, ja, Avaros Record. Vast immer met deze spoiler drauf. En dan hebben die nog deze lampentopfen gehad. Lieven zo in een punt. Super. Gazelle. Ja, een Grand. Ja, oder Grand. Ja, einfach eigenlijk de Gegner van Batavus Wippert en Sparta Sport Speciaal. Schönes model. Dan komen we weer bij Poeg. Ja, daar zitten ook vier Poegs hier. Deutsch natuurlijk, Österreichisch natuurlijk. En ja, die gehören ook einfach in een museum dazu. Ne? Eine MS, eine VS, eine VSL. Ja, und ja, wenn man gemütlich fahren will, dann nimmt man eine DS50L. Luxus. Super Zustand. Alle einer ist restauriert, die anderen sind unrestauriert. Ja, super. Naja, oh, Jungs, das ist so viel. Echt waar. Ik hoffe, ihr seid noch dabei. Und ich hoffe, ihr findet das noch immer interessant. Ich auf jeden Fall. Ja. Rikse, ik had er nog niet van gehoord, maar zijn eigenlijk ook weer nutsmofa's. Ik denk dat damals niet die toyste waren. Saxmotoren zijn dus goed. Ja, Saxmotoren erop. En ja, Sax had damals samen met JLO natuurlijk zoveel motoren verkocht. Gaan we weer verder. Wat hebben we hier? Kingline, Flandria. Nou, dat is een Flandria. Hebben we daarover gereden? Flandria Kingline. Nou, daar wilde Elvis Presley nog gerne drauf varen. Maar met deze tritbretten. Ja, dat is waar. Ik denk dat ding dat wiegt 100 kilo. Vielleicht nog meer. Ik heb er keine Ahnung. Maar ik denk dat dat damals. Ja, wer kaufte zo etwas? Ik kan het me niet voorstellen. Maar ik denk het fährt gemütlich. Gehen wir wieder weiter. Want sonst hebben we echt geen tijd meer. Hier hebben we. Oh ja, deze Phoenix hebben we gehad. Basim, ja, hier zie ik ook iets. Dat een Tifon Futura.
Met HMW-motor hebben ik nog niet gezien. Dat is echt. Dat is een, ja, een unicaat. Nou ja, dan natuurlijk hier de Hi-Fi. Die kennen we sinds de laatste jaren, dank onze MOFA-magazine Bromfiets. Ja, die hebben dat maar in magazine hebben die dat maar besproken. Ja, ik vind dat een zeer schöne MOFA. Echt ontwieder met Saxmotor. Gehen we wieder weiter. Wieder Hilfsmotor. Ja, GMF Boy. Ja. GMF, ja, ja. En super. Berini. Berini. Berini M35. Mijn vader had er damals in die 60e jaren, geloof ik. Maar dat is aanvang 60 jaar, had er een M35. Also, heb ik nog gehad, maar die was zo slecht. Die heb ik, ja, die verkauft. Dat was zo slecht. Honda. Ja, viertakt. Natuurlijk. Honda CB50. PC50 viertakt. Nog een Berini. Ja, dat hier. Vielleicht kannst du es zeigen, Robert. Dat is de man. Dat is de Raphael. Hier. Der is am Mofa met zijn Aufkleber. Ha, super. Rap. Ja, Rap. Daar hebben die zeer viele. We nemen een. We gaan zum Rap Rocky. Und Rap Rocky, der hat een Öhlers Gabel. Ja, die muss ich mal zeigen. Dat is zo een schöne Mofa. Weil Rap had er zeer viele Modellen gebouwd. Alle eigenlijk nuts. Mofa's echt zum Arbeit oder in die Schule fahren. Aber das hier, ja, der ist super, super sportlich. Das ist, und das läuft auch 70 oder 75 km/h. Das war recht super sportlich. Boden. Und ja, da ist eine, die wollte ich noch zeigen. Das ist eine KTM Pony. Und ja, die sind natürlich eigentlich die Gegenhänger vom Puch DS. Ne? Das ist ein ausländisches Modell, weil die hat Kickstarter. Und ja, das war eigentlich, die haben die hier in den Niederlanden gefunden, glaube ich, haben die mir gesagt. Und ja, es ist einfach eine, ja, eine super Mofa, auch weil das hier, das ist von 61, ne? Aber da waren diese großen Flügel bei unseren amerikanischen Autos, die waren bereits weg. Aber hier sieht man das noch, ne? Das ist unfassbar, ne? Da ist ein Victoria Vicky, ein Entwurf von einem Flugzeug. Designer. Also ja, leicht gebouwd, einfach gebouwd, snel en ja, met deze blauw en lichtblauw, ja, super farm. Also hebben we hier nog een veelverkauftes motor. Dat waren hier vroeger in de Nederlanden. Man kaufte een Fahrrad. Dat is een super, dat is een Mosquito, dat is ganz, dat is een Garelli. Maar man kan dat ook einbauen aan een originaal Fahrrad, geen probleem. En dat kaufte man bij Fahrradhändler. Zo een motor. Die bouwde daar zijn, losvaren en we hadden een Mofa. Buh, super. Gehen weer, jetzt, naar die andere zijde. En dan zien we een ander gelijk weer. Ciao. Polizei! Originaal, Sparta, Polizei. Maar damals een etwas andere Zylinder, etwas andere Vergaser, ik glaube 17 mm. Maar, ja. Een snelle Zündapp of een snelle Kreidler, die lächelt natuurlijk aan politie. Ne? Dat was eenmaal gas geven en politie kon er niet meer mitmachen. Ik glaube, dat läuft etwas, ja, 75, 80, vielleicht. En toen dan met deze Bandschirm drauf, dat ging niet. En dan waren die Kreidler en die Zündappfahrer of Yamaha-fahrer sogar, die waren schon weg. Gehen wir wieder weiter, weil auch hier sieht man, ik denk, ik schätze, 110, 120, vielleicht mehr. Das, also da gehen wir gleich wieder weiter. Na, das ist noch schön. Das ist eine Parachute-Mofa. Die wurden von der englischen Armee damals aus den Flugzeugen geworfen. Und da konnten die Grundtruppen, die holten die hier und da war Benzin drin und fahren zum Front. Had ik nog niet gezien. Super toll. Oh, dan gehen we weer. Zoveel. Ja, ik neem die schönste.
Batavus Supersport. Batavus Wippet. Wieder, wie daar? Nur der Erste. Unrestauriert. Superzustand. Supersport. Batavus. Superzustand. Unrestauriert. Muss man sehen, das glänzt noch sogar. Absolute Klasse. Gehen wir wieder weiter. Batavus. Tourist. Bilonet. Tourist. Tourist Luxus. Die waren damals sehr viel verkauft. Das waren echte Nutz. Mofas auch wieder. Schule, Arbeit. Viel verkauft hier in de Niederlanden. Und dann haben wir hier noch, die kennen wir, denk ich. Weil die ist aus unserer Zeit, aus unserer Maxi-Zeit. Eine Batavus HS50. Nur nicht mit Sachs-Motor, aber mit Laura Anker-Motor. Ein niederländischer Motor. Aber ja, und für die deutsche Markt war das, glaube ich, mit Sachs 504 oder Sachs 505. Ich weiß es nicht genau. Aber Supermova. Deutsche Version, das ist ein 60 CCM und da ist eine Minarelli-Motor drunter. Korrigiere mir, wenn ich das nicht gut habe, weil es kann auch etwas anders sein. Aber ich denke, wenn ich das so sehe, das ist ein Minarelli-Motor. Ja, jongens, Batavus City. Hier in de Niederlanden war auch dieselbe Zeit als Puch Maxi und als Sparta Lucky Happy Funny Buddy, die ich selber im Museum habe. Ne? Und das war immer in de Niederlanden mit diese kleine Räder. 12 Zoll. Weiß nicht wieso, aber da war es deutlich, dass es eine Mofa war. Sparta FP50. Und hier noch eine, die habe ich selber noch gehabt. Eine Sparta Sport 2V. Naja, ich finde da nichts sportlich dran. Aber super gute Mofas. Die fahren echt super. Sparta GC Sport. Sparta. Oh, jongens. Sparta. Ja, hier nog een schöne. GH50 Sport. Ja, einfach geil. Und dann kommen wir hier beim Solexe. Ja, ich habe nicht so viel damit. Weil ich finde Solex, ja, ich weiß nicht, das finde ich gefährlich. Die haben keine Gabelfederung. Und das klackert alles und dann muss man diese Lever nicht vergessen, weil sonst brennt deine Reifen durch. Blödsinn. Aber da sind hunderttausende früher damit gefahren, hunderttausende. Jeder kennt es. War früher 329 Gulden. Also jetzt, boah, 130 Euro, 140 Euro, kann man nicht mehr vorstellen. Ne? Das ist eine Solex Flash. 6000 mit Kardanantrieb. Also keine Kette, keine Riemen. Nee, Kardan. Funktioniert natürlich für kein Meter. Ne? Oh, noch mehr Sparta. Ah, hier auch noch schön. Ja. NSU. Eine F23. Sieht man noch öfter. Da sind auch viele Sammler. Und gehen wir wieder weiter. Haben wir hier ein Quickly L. Luxus. Also mit Beinschirm. Und das war hier natürlich dicht. Und dieses Beinschirm und hinter einem Jackenschirm sehr viel verkauft. Hier in de Niederlanden, auch in Deutschland. Quickly N. Habe ich selber auch noch einen von meinem Vater. Und was haben wir hier noch mehr? Oh ja, zwei Spartas. Finde ich schön. Das ist eine Lucky. Habe ich selber in Orange. Ja, super Teil. Ich finde das echt auch wieder. Das war die Gegenhänger vom Puch Maxi. Ja, super. Und auch Lackierung wieder wie neu. Boah, das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Ah. Feuerwehrmann. Gut. Schauen wir hier. Eine Miele Motorrad. Sehr schön restauriert. Die machen das hier alles super original. Weil die am liebsten restaurieren die nicht. Also einfach belassen. Aber wenn die restaurieren. Oh, die zit zo sauber, echt waar. NSU Cavallino, dat is een Nederlandse versie. Duitse versie had zo'n NSU-prägung hier. Deze vindt man niet veel. In Duitsland vindt man die nog. Teuer, maar vindt man nog. NSU TT, NSU T, DKW 139 Motorrad. DKW, Rabeneik mit. Oh nee, Sachsmotor. Ah, Sachsmotor. Super. Zündapp. Oh, verzeihung. Oh.
Ik mag het als niet meer wie de snoep van hebben, dan mag ik geen zin doen. Ne? Dan weet het einde woche später. Zündap, 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 Zündap. Kreitle, Kreitle, Kreitle. En een Amstel. Met Puchmotor. En ja, ook zeer veel verkauft. En ik moest mal een moment nemen om mijn schnupfen. Zo. Kunnen we weer weiter? Weil. Hier, Robert, kom maar. Kom, Robertje. Mal sehen. Hebben we hier een espresso. Daar is nu eindelijk gebouwd. Want dat was een firma uit Rotterdam. En die wollte met Pluviermotor, gelijk wie Berini, een nieuw model bouwen. En die bekamen bij de eerste model zo'n erger. Also, nu eindelijk gebouwd, dan hebben die. Maar dat is in Italië gebouwd. En dan hebben die Italianen gezegd: nee, verpis dich, we hebben geen bock drauf om met euch samen te arbeiten. Also, we maken niks meer. Also, is nu een. Nou, weer een tractor. Wow, super. Een Hermann Lanz. Wieder. Een Eicher Diesel uit Duitsland. En nog een Lanz Bulldog in grauw metallic. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of dat originaal is. Wenn du es weißt, schrijf dat einfach in die commentaren. Wat hebben we hier? Ja, super. Ja, dat is nog schön. Zweimal Sparta met Rollenantrieb am Hinterrad. Also wieder so ein Bügel, da konnte man die Rolle am Rad setzen oder wieder abholen. Das war der Krankenschwester-Mofa und das hier war die Nonnenversion, also die im Kloster waren. Also schwarz für Kloster und das war Krankenhausschwester-Version. Frag mich nicht warum, haben die mir gerade erzählt, aber grau, schwarz. Hey, eine Sachs! Typ 2, ja, die kennen we natuurlijk alle, ne? Met twee gangen. Also, ja, die kennen we natuurlijk ook van Hercules, die kennen we ook van Batavus. Also, daar waren drie, ik denk die zijn gebouwd bij Hercules. En dan had Sax zijn eigen afkleber erop gemaakt, Batavus zijn eigen afkleber erop gemaakt. En waren genau 100% diezelfde mofa's. Ja, Leute. Echt waar, zo veel mofa's. Miele, HMW. Nou, dat zijn alle HMW's. Ja, dan hebben we hier nog iets schöns. Dat zeig ik maar aan mofa. Dat is een Berini ei. Logisch, ziet uit wie een ei. Kom maar met. Dat is hier. Zijn twee gebratene eieren. Dat hebben die vroeger echt zo verkauft, ne? Also, dat zijn het originale Berini ei. En dat zijn gebratene eieren. Zo werden die genannt früher. Goed. Dat Berini-ei, dat zijn eigenlijk twee lampentopfen aan een ander geschweißt. Weil, soms was dat teuer, zo een vorm te maken. Die hebben einfach lampentopfen aan een ander, Verzeihung, aan een ander soldiert. En dat was Berini-ei. Nou ja, hier nog Berini-ei. Tyfoon met Hilfsmotor. Ja, jongens, ik denk. En dan hier nog. Hast du das gezien? Hier een Feuerwehr. Ja, Ford. Chassis. En een Aufbau. Van. Aus die Niederlande. Steht aan de Hinterseite. Geh maar snel. A. Rickers und Sohn aus Rotterdam. Die hebben dat gebouwd. En Chassis. Unterboden war eine englische Ford. Keine amerikanische Ford, aber V8. Ach, vielleicht interessant, ne? Ich finde das auch super. Na, dann laufen wir mal wieder zurück. Ja, der eine sammelt hier Feuerwehrsachen, andere sammelt Motoren und die andere sammelt Mofas. Und dann ist noch einer, die sammelt diese Fahrräder mit Hilfsmotor. Gut. Nou, dan zijn we eigenlijk aan het einde, maar ik ga echt waar, ik ga ins bed. Ik heb zoveel snoepen en ik hoop dat we het volgende maal weer goed dabei zijn en ook een beetje scherper wie jetzt. Also, we zien einander das nächste Mal. Vergessen niet, wenn du nog ideeën hast, oder vielleicht Kommentare, oder vragen, vielleicht gehen wir noch einmal zurück. Wenn du sagst, oh, ik wil gerne das Mofa nochmal sehen, kein Problem, gehen wir wieder zurück. Es ist bei uns in die Nähe, 5 km van Puchshop. Also,
Bis zum nächsten Mal. Schreib in die Kommentare. Abonnieren. Drücke den Klingel. Und dann sehen wir einander das nächste Mal wieder. Ciao.